Grüezi miteinander. Mein Name ist Ernesto Zulliger und ich bin der Gründer der Wetzicher Stiftung Porvenir Peru, die seit 5 Jahren in Peru tätig ist. Das Besondere an dieser Stiftung ist, dass sie eines der ganz wenigen Hilfswerke auf der Welt ist, das Hilfsprojekt auf über 4000 Meter Höhe durchführen tut. Und zwar in den Gebirgsregionen der Anden in Peru, wo in abgelegenen Siedlungen die Bergindianer in Armut leben. Bewohner dieser Regionen sind stark vom Erdöpfelabbau abhängig, weil das das einzige Essbare ist, das sie auf dieser Höhe im Freien noch abpflanzen können. Dadurch ist ihre Ernährung sehr einseitig, was vor allem für die geistige und körperliche Entwicklung der dort lebenden Kinder nicht gerade sehr förderlich ist. Unsere Stiftung unterstützt die Menschen mit dem Bau von Gewächshäusern. Dadurch können sie jetzt eine größere Vielfalt von Gemüse abpflanzen, das sonst auf dieser Höhe im Freien nicht wachsen würde. Ein Beispiel von so einem Gewächshaus sehen Sie auf dem Bild hinten an mir. So sieht es etwa von außen aus. Und so von innen. Bis Ende 2017 haben unsere Stiftung schon über 130 Gewächshäuser in 10 verschiedenen Indianersiedlungen gebaut. Dank unserer Gewächshäuser profitieren heute mehr als 600 Menschen, darunter viele Kinder, von einer gesünderen und ausgewogeneren Ernährung. Die Stiftung Porvenir Peru ist vom Bund als gemeinnütziges Hilfswerk anerkannt und Spendengelder können von den Steuern abgezogen werden. Möchten Sie uns auch unterstützen? Dann finden Sie auf unserer Webseite alle wichtigen Informationen dazu. Recht herzlichen Dank.